Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier zurück auf dem Door-Out Campingplatz, auf dem virtuellen Campingplatz. Heute Abend mal das Thema Basics Luftvorzelte. Wir waren jetzt auf der zweiten Messe nach der langen Pause in Österreich, in Wels. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben wieder viele schöne, nette Gespräche geführt mit euch und es tut auch einfach gut, dass man sich einfach mal wieder persönlich trifft und dann kriegt man auch ein bisschen Gespür für eure Fragen, für die Themen, die so sind, und man merkt natürlich extrem, dass ganz viele von euch jetzt quasi Neueinsteiger sind. Viele von euch, die noch auf das Fahrzeug warten, die Auftragsbücher sind ja prall gefüllt und die Auslieferung klappt leider dann auch oft nicht so, wie es geplant ist, weil Teile fehlen und insofern nur nicht ganz so viel auf den Markt kommt, wie eigentlich gebraucht wird, und insofern hat manche von euch lange Wartezeiten und viele von euch überbrücken die und gucken schon mal, was gibt es denn so an Zubehör. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach noch mal eine Sendung zum Thema Basics Luftvorzelte. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Welche Möglichkeiten habt ihr? Heute mal ein bisschen am Beispiel von einem Wohnwagenvorzelt. Grundsätzlich sitze ich auch in einem Luftzelt, das auch als Luftvorzelt genutzt werden kann. Ja, was bedeutet das eigentlich, ein Luftzelt? Heißt jetzt erstmal, okay, ich habe kein klassisches Zeltgestänge mehr, sondern einfach Luftschläuche, die man aufpumpen kann. Ist einfach entwickelt worden oder gemacht worden, um eben den Aufbau von Zelten zu vereinfachen. Das Ganze gibt es nicht nur für Wohnwagen, sondern natürlich auch für Wohnmobile, Kastenwagen und Campervans. Also egal, ob ihr einen VW-Bus habt, einen Campingbus à la Pössl oder einen Wohnwagen, wie hier einer steht, oder ein Wohnmobil. Eigentlich haben wir inzwischen für nahezu alle Fahrzeuge eine schöne Lösung als Vorzelt und das Ganze eben zum Aufpumpen, sodass es dann auch schnell und einfach aufzurichten oder aufzubauen ist, wenn ihr dann in den Urlaub gestartet seid. Das Ganze kommt aus dem Familienzeltbereich, da gibt es das auch schon deutlich länger. Auch da große Familienzelte, relativ kompliziert aufzubauen. Die Gestänge, ja zumindest in der Stahlvariante, sehr, sehr schwer. Und da sparen natürlich die Luftschläuche einiges an Gewicht und eben vor allem der Aufbau geht deutlich leichter. Gehen wir einfach mal rüber zum Wohnwagen. Das ist hier jetzt mal ein Dometic Rally Air Pro 260S Vorzelt angebaut an dem Wohnwagen. Befestigt wird das Ganze oben an der sogenannten Kederschiene vom Wohnwagen. Das ist also hier so ein Profil quasi, was einmal um den ganzen Wohnwagen rumgeht. Könnt ihr hier schön sehen, und dann wird das mit so einem Gegenstück quasi da reingehangen. Beim Wohnwagen geht diese Kederschiene quasi umlaufend von der rechten unteren Ecke bis rüber zur linken unteren Ecke. Und insofern gibt es auch zwei Varianten von Vorzelten und inzwischen auch beide Varianten mit Luftgestänge erhältlich. Nämlich einmal das sogenannte Volleinzugsvorzelt. Das geht dann quasi komplett um den Wohnwagen rum, deckt also den gesamten Wohnwagen ab. Oder wie ihr es jetzt hier seht, ein sogenanntes Teilzelt, was eben nur ein Teil des Wohnwagens abdeckt und kleiner ist als der Wohnwagen. Das Ganze kann dann oben in der Kederschiene aber genauso befestigt werden, ebenso und dann auch noch so ausgerichtet werden, wie ihr das gerne hättet. Passt also ganz gut. Die Keder haben bei verschiedenen Fahrzeugen verschiedene Durchmesser. Glücklicherweise ist eigentlich bei Wohnwagen sehr normiert. Da passt der 7,5 mm Keder rein. Bei Wohnmobilen ist die Kederschiene meistens in der Markise versteckt, oft versteckt. Ihr findet die dann hinter der Frontblende so ein bisschen, müsst so ein kleines Stück rauskurbeln. Dann seht ihr diese Kederschiene und die ist vom Durchmesser her ein kleines bisschen dünner. Da müsst ihr gucken, dass ihr das passende Vorzelt eben dann für euer Fahrzeug wählt. Hier bei dem Dometic-Zelt ist es so, dass beide Kedervarianten dran sind. Das heißt, ihr könnt dieses Zelt sowohl für Wohnwagen als auch für Wohnmobile nutzen. Ja, das Ganze wird quasi oben eingezogen, hängt dann natürlich noch unaufgepumpt am Fahrzeug runter. Und dann eben, wie schon gesagt, wird das Ganze aufgepumpt. Dazu kann man hier so eine Standard-Handpumpe nehmen, wie hier mal eine steht. Einfach eine 2,2 Liter Pumpe. Die wird mit dem Zelt mitgeliefert. Ich würde auch immer empfehlen, diese Pumpe zu nutzen. Haben wir auch schon mal eine Sendung zum Thema Pumpen und Druck und Druck versus Volumen. Und die Pumpen, die mitgeliefert werden, sind natürlich optimal auf die Zelte abgestimmt. Ihr habt hier ein Volumen im Kolben sozusagen von 2,2 Liter. Und ihr könnt euch schon vorstellen, hier ist einiges an Volumen drin.
Das heißt, es braucht dann schon einige Pumpstöße, um das zu füllen. Das heißt, wenn ihr eine kleinere Pumpe nehmen würdet, müsstet ihr natürlich umso öfter einfach pumpen. Eine noch größere Pumpe wird dann allerdings extrem schwer noch reinzudrücken, wenn dann Druck ist. Also ihr füllt ja erstmal sozusagen nur die Schläuche auf und zum Ende des Aufpumpvorgangs hin wird dann der eigentliche Druck erzeugt, der gar nicht so hoch ist, wie man jetzt vielleicht denken mag, aber dennoch ist eben die Pumpe genau auf dieses Verhältnis zwischen Volumen und Druck abgestimmt. Passt also ganz gut. Wenn man eine Fahrradpumpe damit vergleicht, die natürlich viel, viel dünner ist, ja, da muss natürlich auch viel, viel mehr Druck rein in so einen Fahrradreifen als in so ein Luftvorzelt. Weil in den Schläuchen hier sind jetzt bei Dometic, die Werte sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist das immer in dem Bereich, ist jetzt ein Druck in den Schläuchen von 0,62 bar. Das ist, klingt jetzt erstmal relativ wenig, reicht aber vollkommen aus, ist ein Vielfaches mehr als beispielsweise in einer normalen aufblasbaren Luftmatratze, aber deutlich weniger als zum Beispiel in so einem Stand-Up-Paddleboard. Also das hängt halt immer davon ab. Im Stand-Up-Paddleboard habe ich natürlich auch viel punktuelle Belastung. Das ganze Körpergewicht sitzt dann ja quasi auf den beiden Füßen, also drücken da schon einige Kilos, also zumindest bei mir jetzt einige Kilos auf das Brett. Und dem muss das Board standhalten. Dieses Phänomen habe ich natürlich hier bei den Luftschläuchen in der Form so nicht. Insofern reicht da einfach ein bisschen weniger Druck, um das Ganze trotzdem so stabil stehen zu lassen, wie es jetzt hier ist. Auf der Pumpe findet ihr natürlich eine Markierung, wo der richtige Druckbereich ist. Ihr braucht euch aber auch keine Sorgen zu machen. Ihr werdet es von Hand nicht schaffen, so einen Luftschlauch kaputt zu pumpen. Da haben wir uns ja vor 2 Wochen ganz intensiv mit auseinandergesetzt, wie auch so ein Schlauch mal kaputt gehen kann. Die halten schon wirklich was aus und ihr werdet es einfach nicht schaffen, so einen Schlauch kaputt zu pumpen. Insofern braucht ihr euch da keine großen Sorgen zu machen und einfach ein bisschen auf den Manometer gucken, dass die Nadel dann beim Runterdrücken immer so in den grünen Bereich hüpft. Dann steht das Zelt eigentlich stabil. Der richtige Druck ist aber natürlich wichtig. Zum einen brauche ich die Stabilität des Zeltes, ich brauche die Windstabilität des Zeltes und ich brauche auch die Stabilität oben in der Dachfläche, um eben sicherzustellen, dass das Wasser, im Fall, dass es regnet, eben sich kein Wassersack bildet, sondern das Tuch im Dach straff genug gespannt ist und nicht irgendwie die Schläuche nachgeben, sodass sich dann Wassersack bildet. Insofern ist es schon gut, auf den richtigen Druck zu achten. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, das Video von vor 2 Wochen findet ihr ja noch auf unserer Facebook-Seite und natürlich auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Hier bei dem Dometic-Zelt ist es so, dass wir ein einzelnes zentrales Aufpumpventil haben. Das heißt, ihr braucht die Pumpe nur einmal anzuschließen, könnt dann das komplette Zelt aufpumpen. Es gibt auch noch eine elektrische Pumpe, die macht es natürlich noch ein bisschen leichter. Muss man einfach für sich entscheiden. Ich brauche dann natürlich auch irgendwie einen 12-Volt-Anschluss, muss dann quasi das Ding anschließen, die Pumpe bereitlegen. Hier so ein 260er-Zelt habe ich aber auch eigentlich sehr schnell von Hand aufgepumpt. Also kann man einfach entscheiden, wie man es gerne möchte. Dadurch, dass es über ein Ventil aufgepumpt wird, sprechen viele von einem sogenannten Einkammersystem. Das ist nur bedingt richtig, das lässt jetzt ja irgendwie darauf schließen, dass ich hier einen gesamten Luftschlauch habe, den ich eben über das eine Ventil befülle. Das ist es nicht. Es gibt auch nur sehr, sehr wenige Luftvorzelte, die nur einen einzelnen Schlauch haben. Das sind dann noch leichtere, einfachere Modelle, die eigentlich nur über einen Bogen vorne quasi eine Stabilität kriegen und dann nach vorne abgespannt werden. Ansonsten sind eigentlich in allen Luftvorzelten immer mehrere Kammern, unabhängig davon, ob ihr die mit einem Ventil aufpumpt oder von über mehrere Ventile. Das heißt, wir haben jetzt hier bei dem Dometic-Zelt 3 Stützen, die jeweils von der Wohnwagenwand in einem Bogen nach vorne gehen. Der Bogen hat inzwischen solche Ecken drin, dadurch gibt es eine deutlich angenehmere Strehhöhe. Das war am Anfang noch nicht so, da waren es meistens so wirklich durchgehend runde Bögen. Ist so eigentlich relativ elegant gelöst und wie gesagt, gibt von der Kopffreiheit und von der Stehhöhe einfach deutlich mehr Luft. Und das Ganze wird natürlich noch unterstützt hier von Zwischenschläuchen, die quasi vor allem am Dach, aber auch hier vorne an dem Übergang vom Dach zur Front, dem Ganzen nochmal zusätzlich Stabilität verleihen. Und das sind natürlich alles einzelne Luftschläuche, die hier über solche Verbinder miteinander verbunden sind. Das heißt, im Prinzip, wenn ihr das Zelt auspackt, sind alle Schläuche fertig montiert und das Ganze ist quasi dann über diese Verbinder zu einer großen
Luftkammer verbunden. Daher kommt so ein bisschen das Wort Einkammerluftsystem, weil natürlich die Luft sich dann schon im gesamten System ausdehnt und eben auch ausdehnen kann. Wohingegen tatsächlich bei Mehrkammerluftzelten diese Kammern nicht miteinander verbunden sind. Ihr müsst dann die Schläuche einzeln aufpumpen. Und insofern habt ihr natürlich auch getrennte Schläuche, getrennte Luftsysteme oder Drucksysteme sozusagen. Ist aber von der praktischen Seite her, dauert der Aufbau vielleicht ein bisschen länger, weil ihr einfach mit der Pumpe quasi ums Zelt wandern müsst. Von der Stabilität und vom Endergebnis her macht es aber keinen wirklichen Unterschied. So viel vielleicht an der Stelle zum Luftsystem. Hier ist tatsächlich nur Luft drin. Also wir haben immer wieder, wird vermutet, dass wir auch dann auf Messen quasi hier irgendwelche Schaumstoffrollen drin haben. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern da sind dann tatsächlich die eigentlichen Luftkammern drin, die auch nochmal aus mehreren Schichten bestehen. Wie gesagt, da sei nochmal an das Video von vor 2 Wochen erinnert. Da sieht man das nochmal sehr genau, wie das Ganze aufgebaut ist. Wie eben schon gesagt, ist alles fertig montiert. Ihr müsst eigentlich an dem Zelt nachträglich nichts mehr einbauen. Je nach Gewicht des Zeltes ist es hier bei Dometic so, dass es teilweise in 2 Packstücken kommt. Dann müsst ihr vor dem ersten Aufbau oder beim ersten Aufbau dann die Front- und Seitenwände noch separat einziehen. Das hat aber einfach Gewichtsgründe, um eben mit dem Paketversand noch zurechtzukommen und nicht über den Gewichtsgrenzen der Versender zu liegen. Deswegen wurde das so gemacht. Ihr müsst die Teile beim Abbau nicht zwingend rausnehmen. Könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, um es vielleicht leichter zu machen, in die Kederschiene einzuziehen. Aber es kann auch einfach drin bleiben und ihr könnt es ab dem Moment dann eigentlich immer am Stück aufbauen und einziehen und ist meines Erachtens eigentlich die praktischste Variante. Ja, wenn das Zelt aufgepumpt ist, geht es natürlich dran, das Ganze am Boden abzuspannen. Das heißt, dafür liegen Heringe bei. Die im Lieferumfang enthaltenen Heringe sind soweit okay, solange ich mich auf einem, ich sag mal, auch wenn das nicht definiert ist, aber auf einem sogenannten Standard-Campingplatz bewege. Das heißt also Rasenuntergrund, der nicht irgendwie zu fest ist oder mit Steinen durchsetzt ist. Ihr werdet sicher erleben, dass dann so jeder Campingplatz oder jeder Untergrund so seine Eigenart hat, sei es jetzt sandig, sei es steinig, Schotter. Gibt die verschiedensten Variationen, je nach Land auch oft dann an den dortigen Gegebenheiten irgendwie orientieren. Und insofern gibt es verschiedene Varianten, wie man damit umgeht. Es gibt natürlich Heringe, die können fast alle Untergründe. Da haben wir mal ein Video zugemacht zu den Peggy-Peck-Heringen, die ich persönlich ganz gut finde und auch eigentlich selber nutze. Viele von euch nehmen die auf Facebook ja schon berühmten Tellerkopfschrauben. Geht natürlich auch, lässt sich dann halt auch eben wie die Peggy-Pecks ja ganz bequem mit Akkuschrauber eben arbeiten. Es gibt natürlich auch noch die verschiedensten Einschlagheringarten, die ihr natürlich dann für die verschiedenen Untergründe bekommt. Da müsst ihr einfach gucken, wo fahrt ihr immerhin, passt das. In der Regel gibt es auch vor Ort meistens kleinere Campingläden, die aber dann natürlich die Heringe, die dort genutzt werden können, auch in der Regel da haben, weil das ja ein klassisches Campingproblem ist. Und so wächst dann von Urlaub zu Urlaub am Anfang die Sammlung der Heringe, bis man dann irgendwann eigentlich für alle Eventualitäten gerüstet ist. Die Luftzelte haben eine Besonderheit von den gegenüber den klassischen Stangenvorzelten, was das Abspannen abgeht. Die Abspannung der Luftvorzelte findet hier so im hüfthöhen Bereich statt. Sie werden hier einfach über die Bänder nochmal nach vorne abgestützt und sind dadurch eigentlich ausreichend windgeschützt. Wind ist natürlich ein spannendes Stichwort, weil am Ende auch immer wieder die Frage kommt, was mache ich denn jetzt bei Sturm mit so einem Luftvorzelt? Das kann doch nicht halten. Mitnichten. Entscheidend ist natürlich die Befestigung im Boden. Das ist immer so. Also egal, welches Zelt ihr habt, solange die Befestigung im Boden nicht gut ist, wird der Wind es immer anheben, hat dann eine riesen Angriffsfläche und dann wird es ein Hering nach dem anderen aus dem Boden ziehen. Insofern die Verankerung im Boden jetzt mal vorausgesetzt, kann dem Luftzelt eigentlich nicht viel passieren, weil die Schläuche haben natürlich durch die Luft eine gewisse Flexibilität. Ihr seht das hier ein bisschen, man kann es vielleicht an der Seite nochmal zeigen. Da fällt das Schild um. Also die Luftschläuche können einfach ein bisschen nachgeben. Das heißt, so ab Windgeschwindigkeiten von 75, 80 km/h fangen die Schläuche ein bisschen an nachzugeben. Ja, das kann dann auch wirklich mal eingedrückt werden. Also ich habe auch schon einen Fall gehört, dass der Tisch im Zeltinneren quasi nach hinten gerutscht ist.
Und in dem Moment, wo der Wind nachlässt, richten sie sich dann von selber wieder auch. Auch dazu haben wir ja schon das ein oder andere Windtest-Video mal auf YouTube veröffentlicht. Da könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Auch nochmal ein Beispiel eines Familienzelts. Sieht auch ganz interessant aus. Da sieht man diesen Eindruck-Effekt noch ein bisschen intensiver als eigentlich beim Wohnwagen-Vorzelt. Aber das ist eigentlich der große Vorteil der Luftvorzelte, dass sie eben da nachgeben können, flexibel sind und sich dann wieder aufrichten. Ist ja klar, wenn ich mir eine Stange vorstelle, die irgendwann nachgibt, dann habe ich natürlich das Phänomen, dass sie entweder im schlimmsten Fall gleich bricht oder eben nachhaltig verbogen ist. Und eine gebrochene Stange ist natürlich jetzt erstmal nicht reparierbar und sie ist auch eine gewisse Gefahrenquelle für die Zelthaut, für die Wohnwägen. Und meistens hat der Wind dann eben Angriffsfläche und reißt dann den Rest des Zeltes auch noch weg. Und das Stangengerüst verheddert sich dann in dem Zelt und kann tatsächlich verheerende Schäden oder fiese Schäden am Fahrzeug oder an irgendeinem nebenstehenden Fahrzeug verursachen. Da sind die Luftvorzelte eigentlich allesamt besser, weil selbst wenn das mal abhebt, am Ende passiert nicht viel. Auch das haben wir schon mal getestet. Man nimmt dann das Zelt wieder, richtet es wieder auf. In der Regel pumpt man es auf und es steht wieder. Also die Anfälligkeit oder die Sturmanfälligkeit von Luftvorzelten, das kann man eigentlich schon so pauschal sagen, ist geringer als von Stangenvorzelten. Dennoch ist natürlich klar, wenn richtig heftige Stürme vorhergesagt sind, macht euch Gedanken, ob ihr das Zelt draußen stehen lasst oder nicht. Aber ich glaube, wir kennen die Fälle alle. Gerade in den südlicheren Gefilden hat man ja relativ krasse Wetterwechsel. Das heißt also, man ahnt nichts Böses und in einer halben Stunde später geht die Welt unter. Da fehlt einfach die Zeit, um auch noch das Vorzelt irgendwie abzubauen. Aber von daher, auch in diesen Fällen ist man mit Luftvorzelten ganz gut ausgerüstet und aufgestellt und meistens auch sicher. Abbau ist auch ein spannendes Stichwort. Der Abbau geht eigentlich genauso schnell. Zum Abbau sind jetzt bei dem Zelt an jedem der drei Hauptschläuche, also der tragenden Schlauchsäulen, Ablassventile dran. Die könnt ihr aufdrehen, dann fällt das Zelt eigentlich in wenigen Sekunden in sich zusammen. Die Ventile dann einfach offen lassen, das Ganze ausbreiten, zusammenlegen und aufrollen. Und beim Aufrollen entweicht halt aus den Ventilen nochmal ein bisschen Luft. Wir machen es dann auch gerade beim Messen oft so, dass wir uns dann einfach immer, wenn wir an so einen Luftschlauch kommen, noch mal ein bisschen draufknien. Das geht problemlos und dann geht halt möglichst viel Luft aus dem Schlauchsystem raus. Und das Zelt passt dann auch wieder bequem in den Packsack. Ja, wie groß ist so ein Zeltpacksack oder wie viel Gewicht habe ich hier? Bei so einem Zelt in der Größenordnung liegen wir bei etwas über 20 Kilo. Das geht dann hoch bis fast 40 Kilo bei den großen Zelten in den entsprechenden Materialien. Da kommt es natürlich darauf an, was wollt ihr an Zeltgröße haben und was habt ihr an Zuladungsmöglichkeiten noch in eurem Fahrzeug. Gerade bei den Wohnmobilen in der 3,5-Tonnen-Klasse ist das ja ein Riesenthema. Aber man muss ehrlich sagen, auch bei so einem Wohnwagen sind die Zuladungsgrenzen wirklich nicht üppig. Das heißt, da kommt es dann tatsächlich auf jedes Kilo an. Habt natürlich hier noch, je nach Zugfahrzeug, die Chance, halt auch Sachen im Fahrzeug zu transportieren. Müsst ihr dann halt gerade bei schweren Zelten schauen, wie ihr das macht. Um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß der Packsack von dem Zelt hier ist, kann man den einfach mal hier hinlegen. Und ja, da passt das ganze Stück rein, inklusive Pumpe, inklusive Heringe und dem sonstigen Zubehör. Ja, das eigentlich so viel dazu. Was braucht ihr noch beim Vorzelt oder was solltet ihr noch beachten? In dem Zelt hier liegt jetzt ein Fußboden drin. Das ist hier das grau-weiß gestreifte Untergrund. Der ist nicht wasserdicht. Das Zelt selber verfügt auch keine Bodenplane, wie man so beispielsweise von Familienzelten kennt, in denen man ja auch schläft, sondern der Boden hier unter dem Teppich ist frei. Das ist auf vielen Campingplätzen so vorgeschrieben, beziehungsweise sind Vorzelte mit fester Bodenplane einfach nicht zulässig, weil der Rasen dann eben extrem geschädigt wird an diesen Stellen und kaputt geht über die Sommersaison. Deswegen unterbinden viele Campingplätze die Nutzung von festen Bodenplanen oder wasserundurchlässigen Planen unter den Vorzelten. Auf manchen Campingplätzen ist es erlaubt, da kann es auch durchaus Sinn machen, so eine feste Bodenplane unterzulegen und dann den Teppich oben drauf. Ansonsten ist der Teppich halt einfach angenehm fürs Laufen und man schleppt nicht so viel Dreck dann am Ende mit in den Wohnwagen. Also meine Erfahrung war, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, ach,
Teppich brauche ich jetzt nicht unbedingt. Habe ich ihn dann doch im ersten Urlaub gekauft. Kleiner Tipp da am Rande, macht vielleicht den ersten Campingurlaub nicht zwingend in der Schweiz. Da ist nicht nur das Essen teurer, sondern auch das Campingzubehör. War am Ende ein Steuererurlaub, weil man findet natürlich gerade im ersten Urlaub noch so einiges, was einem fehlt. Teppich war eins davon. Das macht es doch deutlich angenehmer, einfach im Vorzelt vom ganzen, ja, ich sag jetzt mal Wohnkomfort her. Eine ganz wichtige Sache. Genauso eine wichtige Sache ist die Windschürze, wie ihr sie hier seht. Also das ist quasi ein Stück Stoff, was in die Kederschiene unten am Wohnwagen eingezogen wird und die eben dafür sorgen soll, dass keine kalte Luft unter dem Wohnwagen durchzieht. Sicherlich ein Thema für alle gewesen von euch, die in den Herbstferien unterwegs waren oder jetzt noch unterwegs sind. Und vielleicht nicht gerade in Kroatien sitzen, wobei da wird es im Moment abends auch schon kühl. Auch wenn es tagsüber noch Bikini-Wetter ist, kann es doch durchaus abends kühl unterm Wohnwagen oder Wohnmobil durchziehen. Und dann ist eine Windschürze wirklich angenehm. Bei der Variante jetzt hier war der Radkasten noch frei. Radkasten ist immer so ein bisschen Spezialität, weil da jeder Hersteller so eigene Möglichkeiten schafft mit geraden Kederschienen oben drüber oder gebogenen Kederschienen am Radkasten. Da müsst ihr einfach am besten, wenn ihr euren Wohnwagen kauft, noch was besorgen, was eben den Radausschnitt zuverlässig dicht macht. Wenn ihr eh nur in wärmeren Regionen unterwegs seid, ist die Zugluft, die jetzt über den Radkasten dann hier jetzt noch durchkäme, nicht so gravierend, aber dennoch werdet ihr das deutlich spüren. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, die entsprechende Lösung zu besorgen. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr so rund um das Thema Luftvorzelt wissen könntet. Das sind so die, ich sag mal, Fragen, die wir auf den Messen immer gerne hören und uns freuen, wenn wir euch persönlich treffen können und euch das Ganze rüberbringen können. Aber klar, nicht jeder von euch wird auf eine Messe kommen können, auch wenn wir ja die nächsten Monate hoffentlich bei den aktuellen Fallzahlen hoffentlich noch einige vor uns haben und die nächste wäre dann Leipzig in Mitte November und dann geht es im Januar weiter mit der CMT in Stuttgart. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, einige von euch dort zu treffen. In diesem Sinne wünsche ich euch eigentlich noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.